Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in dieses Piratenschiff von Fuchsgewürze. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Fuchsgewürze, das ist tatsächlich für mich regional, ne? Weil Dissen ist bei uns tatsächlich in der Nähe und in dieser Gewürzmühle wird auch, glaube ich, Ostmann hergestellt. Da werden auch ziemlich viele Eigenmarken Gewürzmischungen hergestellt. Und ja, ich hatte auch mal einen Kumpel, der dort gearbeitet hat, also dementsprechend kenne ich die Firma und ich habe mich auch damals mal dort beworben. Die wollten mich aber nicht. Na, egal. Es ist auf jeden Fall ein Adventskalender, der 49,90 Euro kostet. Ich finde ihn unfassbar cool. Also dieses Piratenschiff ist, glaube ich, für Familien großartig, gerade wenn man Jungs auch mit in der Familie hat. Also ich glaube, Julius würde das hart feiern. Hier oben haben wir auch einen tatsächlichen Fuchs drauf, der im weihnachtlichen Design daherkommt und das finde ich richtig cool. Also die Aufmachung ist mega, auch dass es quasi wie so ein Gewürzpiratenschiff ist, ne? Finde ich richtig, richtig cool und ja, dann würde ich sagen, werfen wir gleich mal einen Blick hinein und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise eigentlich. Es stand auch online, was hier so drin ist. Ne? Also du kaufst hier nicht die Katze im Sack. Wir starten mit was ganz Klassischem und zwar Paprika, Rot, Grün. Das sind die Flocken. Da muss ich echt mal gucken, ob man da Preise rauskriegen kann. 14 Gramm haben wir hier drin enthalten. Ich bin da tatsächlich eher bei dem, hier steht auch Probiergröße drauf, ne? Ist, glaube ich, bei allen Sachen hier in dem Adventskalender der Fall. Da bin ich eher bei dem Adventskalender von Just Spices, dass du halt wirklich Gewürze zum Zumachen auch drin hast. Der kostet zwar das Doppelte, aber trotzdem finde ich das ein bisschen charmanter. Hätte Fuchs vielleicht wirklich machen können, dass man das wieder verschließbar macht. Und sei es, dass man hier oben halt so eine Art Zipper mit dabei hat, ne? Das ist jetzt hier leider nicht. Das heißt, wenn man das öffnet, muss man echt schnell zusehen, das auch zu verwenden. Oh, das finde ich auch cool. Am 2. Dezember haben wir ein Feta-Gewürz drin, eine Gewürzzubereitung, Gourmet Selection mit 10 Gramm. Sowas mag ich auch gerne. Ich esse mir gerne Feta, sei es halt wirklich ganz normal, dass ich mir so Feta esse und ein bisschen Gewürz drüber mache oder in den Ofen, auf den Grill oder so, ne? Mhm. Richtig gut. Ah, du hast ja auch überall Rezepte mit drin. Sehe ich jetzt ja gerade erst. Da hast du auch diese QR-Codes und dann steht es hier, geht zum Rezept. Finde ich schön. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier haben wir Sweet Ducker Porridge Topping. Okay, das sind 60 Gramm. Ich weiß nicht, ob ich sowas Abgefahrenes als Full Size reingemacht hätte. Da hätte ich vielleicht gesagt, okay, nimm doch eher das, Paprika zum Beispiel, ne? Aber gut, hier sehen wir auf jeden Fall auch die Gewürzmischung und das sieht sehr, sehr ansprechend aus. Ich weiß nicht, ich meine, Porridge wird bei uns ja wirklich viel gegessen, ne? Julius isst das gerade sehr gerne, aber da hast du vor allem halt Rohrzucker drin, Haselnüsse und so. Wenn das jetzt wirklich zuckerfrei gewesen wäre, dann hätte ich ihm das ja nochmal mit rüber gemacht. Hier haben wir die Nummer 4. Das finde ich klasse. Bratkartoffel, Gewürzsalz haben wir hier drin. Das wird bei uns so viel genommen, ne? Deswegen ist es ja auch, wenn ihr bei Just Spices bestellt, mit dem Code JustClaudi kriegt ihr das für Ome mit dazu. Oder wenn da gerade eine Rabattaktion läuft, gilt halt die jeweilige Rabattaktion. Aber JustClaudi ist da immer mein Code, den ihr euch eigentlich abspeichern könnt, wenn ihr möchtet. Und damit würdet ihr mich halt auch unterstützen. Finde ich mega. Das sind 25 Gramm hier drin. Und ich finde so ein Bratkartoffelgewürz, ne? Das ist nie weg. Das kann man immer gut gebrauchen. Wir machen das auf alles Mögliche drauf. Also wirklich auf alles, was mit irgendwie Kartoffeln zu tun hat, aber halt auch auf Hähnchen zum Beispiel. Mega lecker. Auf Pommes kannst du das auch toll machen. Oh. Am 5. Dezember haben wir etwas Abgefahrenes drin und zwar die Gewürzzubereitung Chili con Carne mit 20 Gramm. Also damit kann man dann sein Chili con Carne nochmal ein bisschen aufpeppen. Finde ich schön, wenn man das mal so ein bisschen sich dann basteln möchte. Cool finde ich übrigens auch, dass das Rezept hier auch nochmal auf den einzelnen Verpackungen drauf ist. Das heißt, du musst jetzt nicht die ganzen Jahre lang gefühlt den Adventskalender aufbewahren. Am 6. Dezember ist Nikolaus. Da darf es gerne was Besonderes sein. Und ja, es darf auch gerne Richtung Weihnachten gehen. Aber das ist krass. Glühwein und Punsch, Gewürzmischung, 40 Gramm. Ja, also das schon Kabittjes, ne? Kann man nicht anders sagen. Wann habe ich mal selber Glühwein gemacht? Das ist schon ewig her. Also es ist speziell, aber ich finde es cool, dass es in der 6 tatsächlich drin ist. Ja, schon, ne? Am 7. Dezember wird es auch ein bisschen spannend. Spannender, würde ich sagen. Garam Masala ist das, eine Gewürzmischung. Da haben wir 15 Gramm drin und das ist wohl mit Pfeffer, Zimt, Koriander, Kreuzkümmel, Paprika, Nelken, Lorbeerblättern, Muskatblüte und Chili.
Das ist spannend, das ist scharf. Sowas wird bei uns viel verwendet. Am 8. Dezember, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, haben wir die Pizzagewürzzubereitung drin. Und da sind 8 Gramm drin. Das kann man sich einfach so über seine Pizza drüber streuen und hat dann nochmal einen gewissen Pfiff mit dabei. Was ich cool finde, ist, dass hier auch wirklich Knoblauch drin ist. Denn, vor allem gerade an erster Stelle, Knoblauch mache ich so gerne, sei es, vor allem wenn ich Pizza bestelle, doch so Gemüsepizza, die dippe ich mir dann immer so richtig geil in Knoblauchsoße. Probiert das mal, die Action-Knoblauchsoße. Und dann nehmt ihr euch eine Pizza, keine Ahnung, so eine schöne Gemüsepizza mit Brokkoli und Tralafitti und dann dippt ihr die nur rein und dann esst ihr das. Oh, denkt an mich, wenn ihr das nächste Mal Pizza bestellt oder ne, und eine Knobi-Soße zu Hause habt, ich kriege das gerade schon wieder im Mund hier. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Couscous und Bulgur-Gewürzzubereitung freuen. 16 Gramm sind hier drin und das ist dann für Couscous und Bulgur. Ich muss gestehen, dass wir sehr, sehr selten Couscous oder Bulgur essen. Es sind hier viele Basic-Sachen drin bislang, ne? Aber, also ich sag mal so halb-halb eigentlich, ne? Dass wir Basic-Sachen drin haben, aber auch so speziellere Sachen. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Das finde ich schön. Sowas wird bei uns viel gegessen. Oder gibt es gleich einen Tipp von mir. Stulle and Sandwich, Gewürzzubereitung, Gourmet Selection und da haben wir 50 Gramm drin. Kenne ich ja zum Beispiel als das Stullenspice von Just Spices. Dann nehme ich mir 2 Toastscheiben. Auf die eine Seite mache ich mir so eine geile Yuppie-Soße. Das ist so eine Soße, wo auch so Zwiebeln und ich glaube Senf ist da glaube ich auch drin ist. Ne? Auf die andere Seite mache ich mir ein bisschen Ketchup. Dann lege ich mir da drauf zum Beispiel so ein Salami oder sowas. Darüber streue ich dann dieses Stullen-Spice oder Stullen-in-Sandwich-Gedönsen. Und dann klappe ich das so zusammen. Probiert das. Das ist wie, und dann vielleicht noch eine Scheibe Käse, wenn man möchte, ne? Wie ein selbstgebauter Burger fühlt sich das so ein bisschen an im Mund. Das ist so lecker. Ihr kriegt hier gerade richtig krasse Tipps von mir, ich sag's euch. Oh ja, das ist schön. Am 11. Dezember, da haben wir die erste Schnapszahl, haben wir eine Gyros-Gewürzzubereitung mit 16 Gramm. Wir machen das öfters mal, dass wir uns einfach so dieses Gyros-Fleisch kaufen und dann halt zu Hause zubereiten und dann selber Gyros-Pita zu Hause machen. Da ist es dann aber meistens schon vorgewürzt. Da weiß ich nicht, dann kann man das wahrscheinlich wie so eine Art Trocken-Rub, genau, Trocken-Rub oder so nehmen. Mal schauen. Oh, da merkt man, dass es hier bei uns aus der Region kommt, Leute. Und dass es tatsächlich auch ein Adventskalender ist. Denn das passt auch in die Weihnachtszeit. Am 12. Dezember haben wir eine Wildgewürzzubereitung. 25 Gramm sind hier drin. Ne? Das Ganze ist dann wahrscheinlich eher so für die rustikaleren Gaumen gedacht. Aber ich sag mal so, wenn man das richtig zubereitet und das ne, alles vernünftig funktioniert und so, dann kann das auch richtig lecker schmecken, glaube ich. Ne? Mhm. Auch das ist ein Produkt, was... Ja, bei manchen Firmen als der Klassiker gilt, wir das zu Hause bei uns gar nicht essen. Am 13. Dezember gibt es das Avocado-Gewürz, die Avocado-Gewürzzubereitung mit 16 Gramm. Ne? Also wir feiern das jetzt nicht so ultimativ, weil wir hier nicht so viele Avocados essen, aber vielleicht sollten wir das mal ändern. Keine Ahnung. Das hätten sie in groß rein machen sollen. Ach Mensch, am 14. Dezember haben wir nämlich das Steak-Gewürz und ich glaube, das wird 18 Gramm, ne? Das wird... sowohl hier als auch in anderen Haushalten weggehen wie warme Semmeln. Also finde ich wirklich schade, dass die halt eher so diese, abgesehen von dem Stullen-Sandwich, das verstehe ich noch, aber diese Sweet Ducker und das Glühwein und Punsch, warum die das in groß reingemacht haben. Am 15. Dezember gibt es Ras El Hanout, eine Gewürzmischung. Okay, das sind 16 Gramm. Hier sind drin Paprika, Koriander, Schwarzkümmel, Ingwer, Zimt, Kreuzkümmel, Rosenblütenblätter, Kardamom in der Schale vermahlen, Sternanis, Nelken, Paradieskörner, Petersilie, Galgantwurzel und Chili. Sagt mir gar nichts. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Sehr speziell. Am 16. Dezember haben wir ein rotes Thai-Curry. Auch das finde ich persönlich eher speziell, aber das könnten auch andere über Chili con Carne sagen, sage ich jetzt mal. Ne? 15 Gramm sind hier drin enthalten und ja, also wird ja auch nicht so viel gegessen. Das ist halt mit Ingwer und Paprika und Koriander, Zimt, Fenchel, Chili, Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Kardamom und so weiter. Sternanis, Nelken, Petersilie. Wobei, wenn ich halt diese Sternanis, Nelken lese, ne, dann ist es halt wirklich Richtung Weihnachten auch ganz gut aufgehoben. Eine Woche vor Heiligabend gibt es etwas, was einfach bei vielen klassischerweise auch tatsächlich Weihnachten gemacht wird oder Neujahr, Silvester, ne? Raclette. Das ist die Gewürzzubereitung in der Limited Edition mit 16 Gramm. Und sowas finde ich auch immer schön, dass wenn man Raclette macht, dann haben wir auch immer irgendwie so ein Raclette-Gewürz irgendwo stehen. Und dann wird das immer so noch auf die einzelnen Fännchen gemacht. Das gibt dem Ganzen halt noch ein bisschen mehr
Pfiff. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember haben wir etwas sowohl Basic-mäßiges als auch Crazy-mäßiges drin, nämlich Minze, geschnitten. 5 Gramm sind hier drin. Ich glaube, sowas kann man nehmen, wenn man zum Beispiel auch Süßspeisen verfeinern möchte. Ne? Habe ich jetzt so keine großen Berührungspunkte mit. Wir haben auch Minze hier bei uns im Garten. Die machen wir dann zum Beispiel in Cocktails oder so mit rein. Ansonsten ist sie einfach da und vermehrt sich wie Sau. Ja doch, das Ofengemüse am 19. Dezember kann ich mir gut vorstellen, dass viele das feiern werden. 15 Gramm haben wir hier drin enthalten. Das kann man wirklich als sehr, sehr einfaches Gericht auch machen, ne? Was aber trotzdem wirklich viel drin hat. Also alles, was man noch an Gemüse über hat, aus dem Kühlschrank zusammenpacken, in mundgerechte Stücke schneiden, ab in den Ofen, Ofengemüse drüber fällig, dieses Gewürzmischungsprodukt. Und das ist dann, glaube ich, ganz easy und ganz gut. Bisschen Öl vielleicht auch noch. Ich glaube, da können viele was mit anfangen. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Das ist auch wieder was Klassisches, nämlich Frittengewürzsalz. Und da sind 25 Gramm drin. Ja, ne? Also das kann man halt genauso wie das Bratkartoffelgewürz im Prinzip verwenden. Nur, dass das Bratkartoffelgewürz nochmal ein bisschen mehr Pfiff hat. Aber finde ich sehr schön. Also sowohl für Pommes als auch für Bratkartoffeln würde ich das verwenden. Ich würde es auch verwenden für Hähnchen zum Beispiel. Ne? Ich mache das immer so, dass ich mich nicht immer unbedingt daran orientiere, was hier vorne draufsteht. Das ist nur so die grobe Richtung. Ich gucke einfach, welche Zutaten da drin sind. Ich meine, du hast ja 60% Meersalz drin. Paprika, Tomate, Zwiebel, Knoblauch, Pfefferchili und Rapsöl. Das kannst du halt mit so vielen anderen Sachen auch kombinieren, ne? Am 21. Dezember gibt es Sesamsalz. Okay, in fein. Das ist einfach Sesam zusammen mit Salz. Ja, 14 Gramm ist hier drin enthalten und das kann man einfach für generelle Salzungen verwenden. Mensch, da haben wir jetzt wirklich eine ganz lange Durststrecke, was große Gewürze angeht. Ne? Wenn die 24 nicht knallt, dann weiß ich es auch nicht. Am 22. Dezember haben wir das Kürbisgewürz drin enthalten mit 25 Gramm bzw. Gewürzzubereitung. Ich glaube, man muss das irgendwie differenzieren, je nachdem, was man da alles so drin hat oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr nice. Bei uns wird tatsächlich, also mein Freund isst leider nicht so gerne Kürbis, aber ich weiß, wem ich das geben kann, nämlich dem Herrn, der mir heute noch eine Kürbissuppe vorbeigebracht hat. Meinem Stiefpapa. Einen Tag vor Heiligabend haben wir Tomatenflocken drin enthalten. Ja, das sind einfach 7 Gramm Tomatenflocken drin. Auch sowas, das kannst du ja für alles Mögliche verwenden, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen herzhaft zu gestalten. Am 24. Dezember haben wir ein Currygewürz drin. Da kann Fuchs nichts für. Da sind 55 Gramm drin enthalten. Bei uns im Haus wird Curry wirklich so gar nicht gerne gegessen. Kann man für eine Currywurst vielleicht verwenden? Die wird hier manchmal gegessen, aber halt auch nur von einem Drittel der Einwohner hier, der menschlichen Einwohner. Die tierische ist natürlich keine Currywürste. Das ist für mich keine schöne 24. Wahrscheinlich für andere, die Curry total feiern, ne? Aber da hätte ich mir gewünscht, dass die so ein Steakgewürz da reingemacht hätten in Folge. Oder in ein Raclette-Gewürz in der Originalgröße, ne? Das hätte ich jetzt ein bisschen mehr gefeiert. Vor allem finde ich jetzt Curry nicht so unbedingt das Weihnachtsessen. Also ganz ehrlich, so cool dieser Adventskalender aussieht, so schön finde ich seinen Inhalt leider, leider nicht. Wir haben hier 4 Originalgrößen drin, was ich gut finde. Eine davon feiere ich sehr. Die anderen beiden hätte ich jetzt nicht unbedingt in Originalgröße gebraucht. Ansonsten haben wir 20 von den kleinen Gewürzen mit drin, wo ungefähr die Hälfte davon sehr speziell ist. Ich würde sogar fast schon sagen, mehr als nur die Hälfte. Natürlich bringt dieser Adventskalender denjenigen, der ihn auspackt, auf eine gewisse Reise, mit dem Schiff ja auch, und lässt einen auch so ein bisschen mehr kulinarisch nach links und rechts schauen. Ich glaube aber, dass es dem Adventskalender und generell auch Fuchs ganz gut getan hätte, wenn die ein bisschen mehr bei der Basis geblieben wären, bei den Basic-Sachen. Also das vielleicht so als kleiner Hinweis, falls Fuchs dieses Video schauen sollte, was man für nächstes Jahr machen könnte. Und das tut mir jetzt auch so ein bisschen in der Seele weh, weil, wie gesagt, Fuchs steht für mich für eine Regionalität. Gut, dann müsste ich ja auch noch irgendwie gucken, dass ich einen C&A oder einen Kommerad und Wiesen Adventskalender hinbekomme. Ich finde tatsächlich den von Just Spices wirklich, wirklich besser. Ich finde den hier besser als den kleinen von Just Spices, einfach weil wir hier auch größere Sachen drin haben. Weiß ich nicht. Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Und weiß ich nicht, ist tatsächlich auch mein Fazit zu dem ganzen Adventskalender. Ne? Mal gucken, wie wir auch preis-leistungstechnisch hier aufliegen werden. Und dann wäre es hier gewesen. So, wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.